Es ist 5 Uhr morgens. Ich umarme meine Freundin zum Abschied und schwinge mich auf mein Fahrrad. Während ich die Straße hinunterfahre, winke ich ihr noch einmal zu. Viel getrunken habe ich auf der Party nicht. Ich habe eine Menge neue Leute kennengelernt, viel mit ihnen geredet. Es ist eine sehr entspannte Grillparty gewesen, die letztendlich erst um 5 Uhr aufgehört hat. Ich fahre die Straße entlang. An den Seiten liegen die Vorgärten der Einfamilienhäuser. Um diese Uhrzeit ist niemand unterwegs. Alle schlafen noch. Vor mir geht gerade die Sonne auf und taucht die Umgebung in ein oranges Licht. Die Vögel fangen an zu zwitschern. Ich komme an einer Kreuzung vorbei. Die Ampel wurde noch nicht angeschaltet. Wozu auch? Ich sehe ein Schild, auf dem steht, dass ich Vorfahrt habe. Also fahre ich rüber. Der Autofahrer reißt das Steuer rum. Dennoch erfasst mich das Fahrzeug und schleudert mich von meinem Fahrrad und mehrere Meter weit weg. Ich schlage hart auf den Boden auf. Ich sehe, wie sich das Auto überschlägt und gegen die Ampel knallt. Langsam breitet sich ein dumpfer Schmerz in meinem Körper aus. Ich versuche, mich aufzurichten. Meine Beine sind merkwürdig verdreht und ein Oberschenkel ragt aus dem Fleisch heraus. Adrenalin strömt durch meinen Körper und verhindert, dass ich wirklich starke Schmerzen habe. Ich versuche, mich aufzurichten. Doch mein Rücken ist nicht stark genug. Es fühlt sich an, als wäre dort irgendetwas herausgerissen worden. Ich falle zurück auf den Boden und kann mich nicht mehr bewegen. Aus den Augenwinkeln sehe ich den Fahrer aus dem Auto steigen. Er presst sich ein Taschentuch auf die Wunde an seinen Kopf. Sonst geht es ihm aber gut. Der Mann geht zu mir und guckt mich an. Ganz toll gemacht, Mann! Das Auto bezahlst du mir! Er tritt mir gegen meinen gebrochenen Rücken. Ich versuche etwas zu sagen. Ich versuche meine Arme zu heben. Ich brauche Hilfe. Doch es funktioniert nichts mehr. Dann holt er sein Smartphone aus der Tasche. Ich hoffe, dass er einen Krankenwagen ruft, damit ich verarztet werden kann. Doch er fängt an, mich zu filmen. Hey Leute! Hier seht ihr den Trottel, der mir gerade vors Auto gefahren ist. Anscheinend kann der Idiot sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Er schwenkt das Handy zu seinem Auto und geht ein paar Schritte von mir weg. Und hier seht ihr mein Auto. Echt klasse. Spendet bitte auf mein PayPal-Konto, damit ich mir ein neues Auto kaufen kann. Und lasst ein Like da, falls ihr mehr sehen wollt. Ich vermute, dass er das Video jetzt hochlädt, denn er setzt sich stumm auf eine Bank neben dem Bürgersteig und glotzt auf den Bildschirm. Die Türen der Einfamilienhäuser werden geöffnet. Die Menschen gehen raus und kommen langsam näher. Sie gucken mich an. Sie tuscheln, filmen, lachen. Sie kreisen mich ein und starren. In ihren Blicken kann ich kein Mitleid erkennen, sondern nur Begeisterung und Spannung. Zuerst fotografieren sie nur. Dann fangen sie an, sich auf den Boden zu legen und machen Selfies. Die Blutlache, die sich ausgebreitet hat, scheint sie nicht zu stören. Ein Mädchen nimmt mich in den Arm und küsst meine Wange, während ihre Mutter ein Foto macht. Andere tun es ihr nach. Sie positionieren meine gebrochenen Beine und Arme, um noch bessere Bilder zu machen. Ich spüre davon nichts. Ich sehe es nur. Dann bemerke ich das blaue Licht und die Sirenen. Endlich. Die Rettung. Ein Krankenwagen kommt näher. Die Gaffer drehen sich um. Sie bewerfen das Fahrzeug mit Steinen und Stöcken. Doch irgendwann machen sie Platz. Die Sanitäter springen heraus. Sie sehen pflichtbewusst aus. Sehr gestresst. Ängstlich. Die Gaffer könnten sie jederzeit totprügeln. Niemand hier mag helfende Menschen. Solche Leute sind langweilig. Die Ärzte kommen näher. Sie haben einen großen Koffer dabei. Ich bin gerettet. Endlich werde ich verarztet. Sie öffnen den Koffer und holen ein Gerät heraus, das ich nicht identifizieren kann. Alter, was für ein Fleischhaufen. Das glaubt mir zu Hause niemand. Mach mal ein Foto, Dieter. Das Blitzlicht der großen Kamera blendet mich für einige Sekunden.
Als ich wieder klar sehen kann, haben sich die Gaffer bereits von mir abgewendet. Die Sanitäter steigen wieder in den Krankenwagen und fahren weg. Auch der Mann mit dem kaputten Auto ist nirgends mehr zu sehen. Vermutlich teilt er das Video gerade auf sämtlichen unsozialen Netzwerken. Ich bleibe zum Sterben auf der Straße liegen. Immerhin bin ich ein Internetstar geworden.